Das war der Krieg für mich. Ein leerer Platz am Tisch, ein Onkel, den ich nur aus Erzählungen kannte. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt ausstrahle. Denn es ist mir etwas passiert, was mir noch nie passiert ist beim Videodrehen. Ich bin bei diesem Video in Tränen ausgebrochen. An mehreren Stellen. Ich habe erzählt über Menschen aus meiner Familie, die im letzten Krieg, im Weltkrieg gestorben sind. Und das hat mich einfach übermannt und ich konnte nicht mehr klar reden. Stimme brach, Tränen schossen mir in die Augen. Und jetzt habe ich überlegt, veröffentlichst du dieses Video? Ist das nicht unprofessionell? Bist du nicht eine Heulsuse, wenn du das machst? Aber dann habe ich mir gesagt, das war genau das Gefühl, das ich in dieser Sekunde empfunden habe. Und ich finde, sie haben ein Recht darauf, dass sie diese Gefühle sehen. Und deshalb veröffentliche ich das Video, so wie ich es gedreht habe. Jetzt geht's los. In diesem Video, da werden Sie die ganze Wahrheit über den Ukraine-Krieg erfahren. Es ist eine Wahrheit, die keiner hören will. Putin will sie nicht hören, Zelensky will sie nicht hören und die deutsche Bundesregierung, ob Scholz, ob Baerbock, die wollen sie erst recht nicht hören. Aber erst wenn wir diese Wahrheit begreifen, erst dann kann der Terror ein Ende haben, erst dann ist der Weg zum Frieden frei, erst dann sind wir wieder in Sicherheit. Ich sage Ihnen alles darüber. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des aktuellen Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Durch dieses Buch können Sie Selbstbewusstsein tanken und dafür sorgen, dass Sie niemand mehr manipuliert. Und in meiner 365-Tage-Challenge, da können Sie sich Tag für Tag mit Selbstbewusstsein und Motivation versorgen lassen. Link zu den kostenlosen Testwochen unter diesem Video. Wenn ich über den Krieg spreche, dann spreche ich nicht über etwas Abstraktes. Der Krieg, der sitzt meiner Familie noch in den Knochen. Ich sage Ihnen gleich, warum das so ist. Und ich sage Ihnen, was beim Ukraine-Krieg viel zu oft verschwiegen wird. Das ist ein großer Unterschied zwischen mir, der ich nun 53 Jahre alt bin, und Menschen, die zum Beispiel 10 Jahre jünger sind, wie unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Wer von Eltern zur Welt gebracht wurde, die nie einen Krieg erlebt haben, vielleicht mit Großeltern, die auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs noch nicht geboren waren, für den ist der Krieg ein abstraktes, ein weit entferntes Wort. Ein Thema, das man bestenfalls aus den Geschichtsbüchern und aus den Nachrichten kennt. Krieg ist weit weg. Aber wer den Krieg selbst erlebt hat, wie ältere Zuschauer dieses Kanals, oder wer, wie ich, eine ganze Kindheit lang auf einen leeren Platz am Tisch starrte, wo ein Onkel hätte sitzen sollen, der aber niemals aus Russland heimgekehrt ist. Wer, wie ich, einen Opa hatte, der gleich in zwei irrwitzige Weltkriege marschieren musste. Wer, wie ich, Eltern hat, die mitten in den Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs geboren wurden. Wer den Krieg eine Kindheit lang gespürt und eingeatmet hat, der wird es nie hinnehmen, dass Politiker uns den Krieg als Weg zum Frieden schönreden wollen. Oder dass Militärs ihn uns als strategisches Schachspiel darstellen, auf dem Armeen wie auf einem Schachbrett verrückt werden in die eine oder andere Richtung. Oder dass Landwirtschaftsexperten der Grünen plötzlich als Panzerfreunde in die Schlagzeilen hüpfen, wobei ich in diesem Fall keinen Namen nennen will, sonst ist der Panzer Toni Hofreiter noch beleidigt. Wer in einer Familie aufgewachsen ist, die vom Krieg gezeichnet wurde, der pfeift die fröhliche Marschmusik des Krieges einfach nicht mit. Der fällt nicht auf die Propaganda über den Krieg rein und der lässt sich nicht weismachen, dass Bomben keine Vernichtungswaffen, sondern diplomatische Instrumente für den Frieden sind. Ich erzähle Ihnen jetzt etwas sehr, sehr Persönliches. Ich war ein kleines Kind, wahrscheinlich im Grundschulalter, so etwa 7, 8 Jahre alt. Wir sprechen also vom Jahr 77, 78. Da wurde ich nachts aus dem Schlaf gerissen, weil in unserem Ort die Feuerwehrsirene ging. Und wissen Sie, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, das ist jetzt Fliegeralarm. Ich habe gedacht, das ist jetzt Krieg. Ich habe gedacht, jetzt ziehen Sie meinen Papa ein und er kommt nie mehr nach Hause. Ich habe die Welt um mich herum brennen sehen. Und dabei brannte nur ein Haus in unserem Dorf, aber das erfuhr ich erst am nächsten Morgen. Ich lag zitternd in meinem Bett und ich konnte mich kaum von der Stelle bewegen. Später habe ich mich oft gefragt, wie kam ich als kleines Kind denn darauf, dass es ein Bombenalarm sei? Die Antwort, die liegt auf der Hand.
Oft hat meine Mutter, Jahrgang 1940, mir erzählt, wie sie als kleines Mädchen von ihrer Mutter bei Fliegeralarm aus dem Bett gerissen und in den Luftschutzkeller geschleift wurde. Dort saßen sie dann alle zusammen, die Familien und die Nachbarn, die Armen und die Reichen. Vor allem waren es Frauen, denn die Männer, die wurden ja gerade an der Front als Kanonenfutter verheizt. Und dazwischen meine Mutter, ein zitterndes Mädchen, das jede Sekunde mit dem Einschlag der Bombe, mit dem Untergang ihrer Welt rechnen musste. Das war die Kindheit meiner Mutter. Das war die Kindheit vieler Menschen, die kurz vor oder nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 geboren wurden. Und glauben Sie mir, wenn Sie diese Geschichten als Kind hören, immer wieder hören, und wenn Sie ein sensibles Kind sind, wie ich es war, dann geht Ihnen das ganz tief unter die Haut und in die Seele. Dann sehen Sie den Krieg als das, was er wirklich ist, als einen Schlund, der direkt in die Hölle führt, als das Ende der Menschlichkeit, als den Beginn der Barbarei. Ein Krieg ist nie eine militärische Sonderoperation, wie Putin sein großes Gemetzel schönredet. Und ein Krieg ist auch keine Friedensmission, wie es uns die NATO in Afghanistan einreden wollte und jetzt wieder einredet. Ein Krieg ist ein Schrecken, der Menschen so tief in die Glieder fährt, dass sie ihn danach nie wieder loswerden, auch dann, wenn sie den Krieg überleben. Nur habe ich immer mehr das Gefühl, dass wir unsere Lektion aus dem Zweiten Weltkrieg, dass wir diese Lektion vergessen. Diejenigen, die diesen Krieg erlebt und überlebt haben, die sterben allmählich aus. Diejenigen, deren Eltern vom Krieg erzählt haben, dazu sollte zum Beispiel Olaf Scholz gehören, diejenigen vergessen oder verdrängen offenbar, was Krieg mit den Menschen und der Menschlichkeit macht. Krieg macht Menschen zu Mördern. Krieg macht Menschen zu Leichen. Krieg jagt die Menschlichkeit in die Luft. Krieg macht dem humanistischen Denken den Garaus. Krieg tritt die 10 biblischen Gebote mit den Füßen. Krieg ist nie eine Lösung, auch wenn er uns von politischen Führern so verkauft wird. Nein, Krieg, das ist immer die Kapitulation des Verstandes, die Kapitulation der Aufklärung. Krieg führt uns zurück in die selbstverschuldete Unmündigkeit, zurück unter das Kommando des Militärs, zurück unter das Kommando derjenigen, die nicht verstanden haben, dass man Kriege immer nur verlieren kann. Sogar derjenige, der einen Krieg gewinnt, verliert ihn. Denn die Menschlichkeit, die verliert immer. Ich sage Ihnen gleich, was das für den Ukraine-Krieg zu heißen hat. Vorher noch ein Wort zu meiner Familie väterlicherseits. Mein Vater ist im Hochschwarzwald aufgewachsen, in einem idyllischen Dorf. Aber auch er hat mir erzählt, wie er sich bei der Heuernte auf den Boden gehechtet hat, als ein feindlicher Tiefflieger über die Felder brummte. Auch er fürchtete sich, gleich den Knall einer Bombe zu hören und zu spüren, wie sein Körper gleich in Einzelteile zerfetzt wird. Diese Angst, die hatte einen Grund, denn zwei seiner Brüder waren eingezogen worden, Albert und Paul. Von Albert, ich habe ihn hier schon ein paar Mal erwähnt, von Albert kam nur ein schwarzer Umschlag aus Russland zurück. Angeblich war er für Führer und Vaterland gefallen, aber meine Oma Maria, die seinen Verlust nie überwand, die hatte im Familienkreis schon immer gesagt, dass sie den sogenannten Führer für den wahren Verbrecher hielt. Denn meine Oma, das war eine echte, eine Herzenschristin, sie dachte keine Sekunde daran, das biblische Gebot, du sollst nicht töten, mal eben außer Kraft zu setzen, wenn man Juden vergaßt, Oppositionelle erschlagen oder im Krieg den Mord zur Heldentat erklärt hat. Sie war gegen Hitler und konnte doch nicht verhindern, dass ihr Sohn Albert mit 17 Jahren eingezogen wurde. Malen Sie sich das aus, ein 17-jähriges Kind von damals, das entspricht etwa dem Reifestand eines heute 15-Jährigen. Kinder als Kanonenfutter, das ist Wahnsinn. Meine ganze Kindheit lang habe ich, wenn ich bei meiner Oma am Wohnzimmertisch saß, auf ein Bild meines Onkels Albert geschaut. Es hing unter der Kuckucksuhr. Sein Platz am Tisch, der blieb leer. Das war für mich der Krieg, das Bild eines Toten im Wohnzimmer. Wenn ich Albert auf dem Bild heute genau anschaue, erkenne ich in seinem Gesicht meine eigenen Züge. Das war der Krieg für mich. Ein leerer Platz am Tisch, ein Onkel, den ich nur aus Erzählungen kannte. Das war der Krieg für mich. Eine Mutter, die als Kind im Bombenkeller um ihr Leben gezittert hat. Und immer wenn sie davon erzählte, zitterte ich als Kind mit. Das war der Krieg für mich. Ein Vater, der als Junge von Tieffliegern in Deckung hechtete.
Es gab Kinder auch meines Jahrgangs, die haben sich fürs Militär begeistert. Die haben sich unterhalten darüber, welches Land über die schnellsten Bomber, die stärksten Panzer verfügt. Ich habe mich vor Kriegsgerät immer geekelt, denn ich sah an diesem Kriegsgerät das Blut kleben, das Blut meines Onkels, das Blut von 27 Millionen unschuldigen Russen, die von der deutschen Wehrmacht hingemetzelt wurden, das Blut all der unschuldigen Zivilisten, die es, anders als meine Mutter, nicht mehr in den Bombenkeller geschafft haben. Und eines Tages, ich glaube, ich war 18, da wollte mich die Bundeswehr einziehen. Und ich fand es grotesk, dass ich den Kriegsdienst verweigern musste. Ich habe damals, obwohl ich so jung war, eine Begründung geschrieben, über die ich heute sehr, sehr staune. Da steht so viel drin, was ich in diesem Alter noch gar nicht hätte wissen können. Aber eine innere Instanz in mir, die war klüger, die war reifer, als ich es damals eigentlich war. Warum ich es grotesk fand, dass ich den Kriegsdienst verweigern musste? Weil ich finde, es muss umgekehrt laufen. Ich finde, rechtfertigen muss sich nicht derjenige, der die Waffe verweigert, sondern rechtfertigen muss sich der, der zur Waffe greift. Er verweigert sich der Gewaltlosigkeit. Es gibt natürlich Gründe, das zu tun. Dennoch finde ich, wer niemanden erschießen, wer keine Waffe anfassen, keine Bombe abwerfen und niemanden im Nahkampf erschlagen oder aufspießen will, der muss sich dafür keinesfalls rechtfertigen. Das ist zutiefst menschlich. Ich kann keine Verweigerung darin erkennen. Und wenn, dann nur, dass sich jemand dem Wahnsinn verweigert, der Gewalt verweigert, dem Blutvergießen verweigert. Diese Tage höre und lese ich oft Berichte, in denen der Krieg als eine Art Spiel dargestellt wird. Es ist von strategischen Erfolgen die Rede, von Geländegewinnen. Aber gemeint ist, die einen Soldaten, die haben so viele von den anderen erschossen, bis die noch Verbliebenen, vielleicht blutend, vielleicht verreckend, sich auf ihren Beinen oder ihren Beinstümpfen vom Acker des Schlachtfelds gemacht haben. Ich kann darin keinen Erfolg erkennen. Und es lief mir kalt den Rücken runter, als nach der Neujahrsnacht die Ukraine einen großen Erfolg vermeldete. Man habe 400 russische Soldaten mit einer Rakete getötet. Der angebliche Volltreffer sei gelungen, weil die russischen Soldaten aus einer Kaserne in Donetsk SMS verschickt hätten. Die russische Seite gab die Zahl der Toten mit 89 an. Was ist das für eine Meldung? Was ist das für ein Erfolg? Stellen Sie sich vor, Sie selbst hätten einen Sohn von vielleicht 18 Jahren. Und nun muss der Junge, ohne dass er das in jeglicher Weise will, so wie mein Onkel Albert, nun muss der Junge in einen Krieg ziehen. Nun ist der Junge fern von seinem Elternhaus. Und nun hat der Junge in der Neujahrsnacht einfach das Bedürfnis, entgegen einem Verbot, Ihnen eine kurze Nachricht zu schicken, Ihnen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ich frage Sie, wer auf der Welt hat das Recht, auf diese Kinder in der Neujahrsnacht eine tödliche Rakete zu schießen und ihr Leben auszulöschen? Wäre es nicht ein Gebot der Humanität, auf einen solchen Angriff zu verzichten, selbst wenn die Soldaten geordnet sind? Wer bekommt dafür einen Orden umgehängt? Und hat derjenige mal darüber nachgedacht, dass es seine eigenen Kinder hätten sein können, die bei diesem feigen Angriff ums Leben gekommen sind? Nun höre ich schon einige Leute rufen, warum kritisiert er nur die Ukraine? Die Russen treiben es doch noch viel schlimmer. Und das ist wahr. Jeder Mensch, den russische Soldaten töten, ist ein Mordopfer. Jede Stadt, in die sie eindringen, wird überfallen. Jede Kanone, die sie abfeuern, ist ein Mordinstrument. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Krieg ein Ende nimmt. Denn die Soldaten auf beiden Seiten, die sind die Verlierer des Krieges. Warum fliehen so viele junge Männer aus der Ukraine? Weil sie nicht bereit sind, ihr Leben für einen Wahnsinn namens Krieg zu opfern. Und warum holen die Russen Schwerverbrecher aus den Gefängnissen, zum Beispiel Mörder, um sie an die Front zu schicken? Weil die viel vom Fach verstehen, denn der Krieg, der ist natürlich ein Verbrechen. Es gibt keinen guten Krieg. Wer einen gegnerischen Soldaten totschießt, der tut etwas zutiefst Unmenschliches. Ich weigere mich, dass wir das zur Heldentat erklären. Wer einen jungen Soldaten mit einer Rakete in die Luft jagt, während er friedlich Silvester mit seinen Kameraden feiert, das ist für mich kein ausgebuffter Stratege, sondern das ist für mich ein kaltblütiger Killer. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich diese Meldung gehört habe.
Vielleicht ist mein Onkel Albert auf ähnliche Weise umgekommen. Natürlich könnten Sie jetzt sagen, aber Albert hat doch zum Aggressor gehört, zur deutschen Wehrmacht gehört. Die Russen, die hatten doch das Recht, sich zu verteidigen. Ja, das stimmt natürlich. Aber Albert, es war einfach nur ein Bauernjunge vom Dorf, der viel lieber zur Heuernte als in diesen Krieg gegangen wäre. Albert hatte sich sein junges Leben lang nichts zu Schulden kommen lassen. Niemand auf dieser Erde hatte das Recht, ihn in einen Krieg zu schicken. Und niemand auf dieser Erde hatte das Recht, ihn umzubringen. Und genauso wenig hatte Albert das Recht, andere zu töten. Sie merken, worauf es hinausläuft. Wir können nicht sagen, die einen sind gut, weil sie die richtige Uniform tragen, und die anderen sind schlecht, weil sie die falsche Uniform in einem Krieg tragen. Der junge ukrainische Soldat und der junge russische Soldat, die sind beide unschuldig. Sie haben diesen Krieg nicht begonnen, nicht gewollt. Die würden so gern wieder nach Hause. Und ich kann unsere Politiker nur auffordern, tut alles, was ihr könnt, um diesen Krieg zu beenden. Hört auf, immer mehr Waffen zu liefern. Diese Waffen, die führen nicht zu weniger, sondern die führen zu mehr Toten. Diese Waffen sind kein Signal des Friedens, sondern diese Waffen beschwören nur mehr Waffen auf der anderen Seite der Front, mehr Gegenfeuer herauf. Wir brauchen jetzt eine Diplomatie, die es wirklich ernst meint. Und wer mir jetzt entgegenhält, mit Putin könne man nicht sprechen, den frage ich, wie sieht denn die Alternative aus? Soll der Krieg so lange dauern, bis von der Ukraine nur ein Trümmerfeld übrig bleibt? So lange, bis die Armeen beider Seiten nur noch aus Grabsteinen bestehen? So lange, bis der Funke des Krieges auf Europa, auf Deutschland, auf die ganze Welt überspringt? Mir gefällt Putin auch nicht, aber wir müssen mit ihm reden. Wir müssen eine Brücke bauen. Wir müssen dieses große Blutvergießen beenden. Ich will nicht, dass länger kleine Mädchen in Luftschutzbunkern sitzen und zittern müssen, wie einst meine Mutter. Und ich will erst recht nicht, dass länger Mütter in der Ukraine und in Russland von ihren Söhnen nur schwarze Briefumschläge zurückbekommen, wie einst meine Oma Maria. Jeder Kompromiss ist besser als eine Fortsetzung des Krieges. Lasst endlich die Waffen schweigen und die Diplomaten eine Lösung suchen. Ich will, dass der Krieg endet, und zwar schnell. Schauen Sie jetzt unbedingt mein Video darüber, welche große Gefahr die nächsten Tage auf uns zurollt und warum der Krieg eskalieren kann. Klicken Sie dieses Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und jetzt noch eine ganz persönliche Frage an Sie. Haben Sie schon öfter mal versucht, Dinge in Ihrem Leben ganz anders zu machen, besser zu machen, aber Sie sind dann immer wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Haben Sie irgendwann die Flinte ins Korn geworfen? Dann weiß ich einen Weg, wie Sie Ihre großen Ziele jetzt doch noch erreichen können. Und diesen Weg, den verrate ich Ihnen in meinem Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Im Moment ist dieser Kurs noch kostenlos zu haben. Die Methode, die ist verblüffend, die hat mich selbst sehr erfolgreich gemacht und die wird auch bei Ihnen in Ihrem Leben funktionieren. Klicken Sie jetzt hier, um Ihr Geschenk für ein besseres Leben zu nutzen. Abonnieren Sie gern mit Glocke, dann verpassen Sie kein Video mehr und bekommen Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.